Es gibt eine Person, die immer wieder durchs Fahrerlager fährt mit dem Rädchen. Und das ist Heinz Franzen. Lieber Heinz, warum Fahrrad? Schneller wie laufen. Bisschen was von Tour de France. Weniger. Ich bin froh, dass ich hier nicht so viele Steigungen habe, obwohl es hier in Ampfing doch manchmal das Gegenteil ist. Aber es hat auch einen Grund, dass du hier bist. Du bist nicht nur zur Vorbereitung der Tour de France hier, sondern du bist. Es hat einen Grund, dass du hier bist, denn du bist für Alfano hier. Was ist das denn? Alfano ist ein Laptimer-System, wo die Fahrer ihre Rundenzeiten und ihre Daten während der Rundenzeit aufzeichnen. Wir haben verschiedene Parameter, die aufgezeichnet werden, die nachher in der Analyse halt zutage bringen, was der Fahrer so während der Fahrt veranstaltet. Ja, und völlig zufällig stehen wir an einem Kart, wo so ein solches Gerät montiert ist. Ich wundere mich auch, dass wir eins gefunden haben, aber wir haben tatsächlich eins gefunden. Das ist der Leon Köhler hier von dem Team KKC. Der fährt schon seit längerer Zeit mit unserem Produkt und ich biete ihm halt immer meinen Service an. Wenn er Fragen hat oder Probleme hat, stehe ich immer mit Rat und Tat zur Seite und helfe die Leute, sei es mechanisch oder auch über PC oder Tablets, wo wir sehr stark drin sind, die Analysen halt durchzuführen. Achso, das heißt, das Wochenende bist du hier quasi als Service? Genau, ich bin hauptsächlich hier, um die Leute zu helfen, falls ein Problem auftaucht oder wenn die Fragen haben, dafür bin ich da. Vielleicht können wir mal uns das anschauen, lieber Dirk, vielleicht kannst du mit der Kamera mal darauf schwenken, wir können was sehen. Und lieber Heinz, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, was wir da haben. Ich stelle das jetzt mal so ein, dass die Leute auch mal was sehen, was der Fahrer so während der Fahrt sieht. So, hier sieht der Fahrer halt eben seine Rundenzeit, er sieht die Abgastemperatur, er sieht die Wassertemperatur, er sieht die Drehzahl, er sieht, ob er schneller oder langsamer wird, je nachdem, was für eine Rundezeit er erreicht. Diese Information steht ihm während der Fahrt zur Verfügung und noch viel mehr nachher, wenn wir die Daten runtergeladen haben und ausgelesen haben. Okay, also man kann jetzt die Daten des Turns runterladen und analysieren, dafür gibt es dann Programme und ja. Dann weiß der Fahrer ganz genau, wo er vielleicht was falsch gemacht hat oder wo etwas verbessert werden kann. Genau, ob die Motorleistung zum richtigen Zeitpunkt abgerufen wird und so weiter und so fort. Das kann alles mit den Systemen aufgezeichnet werden und nachher analysiert. Und somit kann man dann eben halt Fehler finden und auch dann dementsprechend beheben. Hört sich sehr, sehr spannend an. Und wenn jemand jetzt daheim Interesse hat an so einem Gerät, wie kann er sich an euch wenden? Wo kann er Alfano Geräte kaufen oder wo kann er dich finden? Außer auf dem Brettchen im Fahrerlager. Also Informationen findet ihr unter www.alfano.de und kaufen könnt ihr nur über den Handel. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher, wir sind halt eben der Großvertrieb und der Importeur. Probleme werden bei uns gelöst, da sollte man den Händler nicht belästigen, sondern mich anrufen und ich kümmere mich halt darum. Perfekt, also wir haben ein bisschen mal hinter die Kulissen geguckt, Alfano hier das Gerät vorgestellt und Heinz Franzen.